Instrument übrigens ein Klavichord, sehr geschätzt von Johann Sebastian Bach, der hauptsächlich nachts auf dem Instrument gespielt hat. Dafür war ihm seine Umwelt sehr dankbar. Wir können froh sein, dass Bach Noten schreiben konnte, sonst hätte man von seiner Musik gar nichts bemerkt. Ja, es verfügt über ein reichhaltiges Lautstärke-Spektrum, reicht von leise bis unglaublich leise. Ich möchte Ihnen ein kleines Lied vorspielen, des Titels Chanson d'Aventure. Das könnte man übersetzen mit abenteuerliches Lied. Das Lied selber ist nicht auf Französisch. So abenteuerlich ist es nur auch wieder nicht.